Ein gängiges Problem bei den Hunden ist sehr häufig der Hotspot oder wenn sie von einem Insekt gestochen werden, beziehungsweise wenn sie häufiger in einem schon etwas zu warmen Wasser baden, wo Algenbefall ist, dass sich die Haut rötet. So auch im Fall von Flug. Er ist jetzt hier ziemlich rot und hat sich auch schon aufgekratzt. Und in diesem Fall habe ich Spitzwegerichblätter einfach sehr stark zusammengedrückt, dass der grüne Presssaft rauskommt. Dann gehe ich mal ganz intensiv über diese Flächen drüber und reibe diese rote Fläche einfach mit diesen zusammengequetschten Spitzwegerichblättern ab. Das nimmt sofort den Juckreiz, auch bei Menschen, wenn jetzt zum Beispiel eine Gelse, eine Bremse, eine Wespe gestochen hat, die Stelle mit zerquetschten Spitzwegerichblättern abreiben. Und wenn das ausreichend gemacht wurde, dann kommt in diesem Fall Schwarzkümmelöl zum Einsatz. Dann nehme ich einfach hier einige Tropfen, die ich in diesem Fall direkt auf die Haut gebe. Und verreibe. Ich habe immer lieber, vor allem beim Hund, das Ganze in Ölform als Mazerat, beziehungsweise beim Schwarzkümmelöl ist es gepresst aus dem Kümmel, weil einfach mit dem Verkleben im Fell es mit Öl viel besser geht als mit einer Salbe. Und jetzt werden diese Stellen mit dem Schwarzkümmelöl eingerieben. Das ist sehr, sehr gut bei Hautirritationen. Alternativ wäre auch ein Johanniskrautöl möglich. Und man sieht, meinem Flucki gefällt das auch sehr gut. Also dann, viel Erfolg damit und bis zum nächsten Mal. Ciao!